Willkommen zurück zu Let's Play J-Stars im letzten Part. Ja, haben wir ja die Story weitergeführt und jetzt gibt es erstmal wieder Trainingseinheiten. Prima, wir haben es geschafft. Und das dürften wohl unsere Trainingsgegner sein, die da auf uns warten. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, dass gerade... En garde, ihr Trödis. Sowas sagt Ruffy doch nicht. Oh fuck, ich wollte noch Mitglieder ändern, dass ich wieder auf Ace gehe. Sei es drum. Warawa ni mitoreru yamashii kokoro ga sonata no karada o kataku suru. Nice buddy. Ich freue mich auf den Opa. Aber gut. In Konoha. Ich mache anscheinend... What, Jonathan? Nein, 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 nein. Das machst du so nicht. Darf ich jetzt mal unsichtbar werden? Aber die kommen um mich da ja echt weg. Dann kick ich dich mal weg. Ach komm schon! Das ist nicht so toll, dass das gerade passiert ist. Wo ist denn der andere Typ überhaupt? Hancock? Da ist der andere Typ. Ach so, da ist schon wieder eine Wand. Oh Gott. Wie merke ich immer erst, wenn ich direkt dran klebe, ne? Ja. Jetzt sind beide auf mir. Finde ich auch sehr schön. Ich mag die Treppe. Na gut. Kann noch kein einziges Mal unsichtbar gehen. Aber warum macht ihr das jetzt? So langsam habe ich das Gefühl, die Kämpfe werden viel zu stark. Hey, chill mal. Den Red Hawk auf dich ballern. Oh, das weißt du aus. Ist das impossible? Just mean what? Ich hatte noch einen Red Hawk ab. Was geht jetzt? Warum will der immer springen zuerst? Das ergibt keinen Sinn. Oh, warum braucht die Attacke immer so lange? Ich drück doch schon lange drauf und ich muss dreimal drauf drücken. Allein schon immer dieses Springen zuerst, das ergibt keinen Sinn. Danke, dass du reingehst. Oh Mann, ich check das noch nicht. So ganz, wie man hier schnell spielen kann. Ja, komm. Einfach mal Jonathan fertig machen. Ich will den ersten Punkt haben, danke. Was? Ich kann noch mal. Wieso kann ich das noch mal? Wie OP ist das denn? Warum kann ich das jetzt noch mal? Das checke ich jetzt nicht, warum ich das noch mal machen kann. Jetzt geht das mit einmal, ne? So. Da ist der andere. Ich will, oh, immer diese Scheißwand. Warum weichst du aus? Warum kannst du Red Hawk nicht gleich machen? Das ist total unfair. Peitsche.
Ja, da kommt einer vom Himmel geflogen. Passt schon. Dich lasse ich anvisieren. Yeah! Leute, warum geht der gleich auf mich? Ist doch nicht toll. Weiße Sekunden? What? Grundcool. Immerhin irgendwas getroffen. Darf ich jetzt auch mal wieder angreifen? Ich meine, der ist doch gleich tot. Ich will den noch killen. 4 Sekunden, Alter. Geht doch. Dieser Kick. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir ein Timeout quasi haben. Oder Beine haben. Aber was soll's. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ace kriegt so wenig Erfahrung. Das wäre erledigt. So, und wollen jetzt? Die nächste Station ist Alabaster. Auf geht's. Nee. Erstmal an den anderen zwei Orten vorbei. Wir regenerieren immer gut. So, jetzt nur nicht am feindlichen Schiff reindonnern. So, auf der See. Hallo. Diese Bohne. Hineingehen, Gemüsehimmel. Die chaosverbreitenden Dinger sollten hier irgendwo sein. Und da sind sie auch schon. Sie kommen hierher. Das ist doch genau, was der Doktor verordnet hat. Na komm schon, ihr blöden Männer. Aha, Son Goku. So, Hancock. Saya kann auch kämpfen. Ich bin irgendwie wieder Face. Ich glaube, ich bin wieder Viecher Freundschaft. Neuro finde ich eigentlich total gut. Hier haben wir sonst noch Kumagara, den haben wir glaube ich noch nicht getestet, also einfach mal rein da. Bellatrix Buchbinder. Gut. Einfach mal los. Einfach mal skippen, das dauert zu lange. Ach, Gemüsehimmel. Irgendwie mag ich die Map nicht so. Ach ja, ich habe jetzt Kumagawa und nicht mehr Unsichtbar-Ding. Ich habe gerade die ganze Zeit auf das Unsichtbar-Ding gewartet. Holy shit, what the fuck habe ich da gerade getan? Das geht! Nur weil ich den Tipp gerade gelesen habe. Ja, das geht! Alter, wie OP ist Ruffy denn bitte? Wenn er das machen kann. Ein K.O. Ach du heilige Scheiße. Out. Magawa bleibt aber auch lange da, wie ich finde. So, dann wollen wir mal. Gleich einen schönen Taumel. Ich hab zur Seite gedrückt. Na gut, dann wollen wir mal. Okay, jetzt ist Ruffy noch okay, seitdem ich den Tipp gelesen habe. Ich dachte halt nicht, dass das geht. Aber okay, viel zu OP. Son Goku ist einfach mal zweimal gestorben. Hallo, darf ich nicht mal den zweiten ultimativen Angriff noch machen? Der jetzt vorbei ist? Nein, meine Güte.
Oh, es hat gerade noch getroffen. Oh, fertig. Man kann Gatling machen, dann Jet Gatling und dann nochmal eine andere Attacke raushauen, was glaube ich nur die Bazooka ist. Das andere geht irgendwie nicht, das macht er automatisch. Und allein diese Trefferanzahl von über 40 und dann, boah, geht ja mal gar nicht. Ist der Gegner ja schon instant Half-Life. Ach du meine Güte. Naja, was soll's. Schadensrechnung. Bronzemünze erhalten. Juhu, Quest geschafft, bla 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 bla. Wo ist immer noch das Item, was ich suchen muss? Das sind immer so die beschissensten Quests. Weil ich keine Ahnung habe, wo die Orte sind. Pinguinhausen? Nö, wir können uns hier auch nicht heilen. Da kommen wir auch noch nicht rein. Was war denn da oben? Ich sehe ich sowieso keine Items. Detektivbüro war hier. Nee, da muss ich nicht hin. Irgendeine Akademie. Ich glaube, die war irgendwo in der Mitte. Da muss man ja auch erstmal irgendwie hin. Tempel der Athene. Nachdem wir uns regeneriert haben, gehen wir da mal rein und möbeln die Leute einfach weg. Hier dürfen wir richtig sein, aber wo sind die Typen? Ein Suchdruck kannst du dir sparen, da kommen sie schon. Das ist Musik in meinen Ohren. Packen wir es an. Einfach go. Ja, Siegestaumel. Ich glaube, Triumph ist dadurch, wenn ich einen Gegner damit besiege, darf ich einfach mal nochmal die Attacke machen. Weil vorher war das ja nicht so, wenn ich einen besiegt habe, oder? Triumph-Taumel halt. Ich mag diese Map, muss ich sagen. Ich mag die wirklich. Ja gut, da habe ich jetzt nicht so extrem getroffen, aber hey. Okay, das geht nicht so, aber hey. Ach, du kannst auch schießen, das ist mir jetzt... Blitze sind mir nicht egal! Alter, woher kamen die Blitze? Ah, ich sollte mal denken, dass ich da so ein bisschen ausweichen kann. Muss man daran denken, dass ich eigentlich was anderes machen sollte, wenn die da schon so dran stehen. Aber hey! Gott, Gon hat noch viel zu viel. Ah, trifft der andere mich einfach mal in die Luft. Ja. Ja. Warum hat er so viel Leben? Ach nee, das ist ja nicht 10. Oh, ich habe Ace die ganze Zeit gesehen. Ja, Gegner. Oh Gott. Irgendwie machen die mich gerade fertig, so ein bisschen, ganz dezent. Du bist aber K.O. Komm doch nicht weg. Oh, und dann gehst du direkt auf mich. Ist doch wohl klar hier. Ja, Zebra, alles. Ich glaube, das gewinne ich nicht mehr. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Geil. Ich kann Stump Gatling machen. Wie geil ist das denn? Okay, das killt ihn nicht, aber hey. Oder?
Ich denke noch nicht, dass ich ihn das killt, aber hey. Doch! Das heißt, wir können den nochmal benutzen. Das ist sehr nice. Das rettet einem echt den Arsch. Guck mal, dass ich das einfach zweimal benutzen darf. Oh man. Und tschüss. Na gut, nicht ganz, wild. Viel zu viel aus. Oh ja, treff mich einfach mal. Geht schon klar. Hä? Wie ist der jetzt auf einmal gestorben? Der fliegt aber toll. Ace, good job. So, das ist Freundschaftsbonus Level 4. Das hat ja Ace. Ich bleibe bei meinem Triumph. Der ist gut. So. Schnappt ihr die Hooligans, abgeschlossen. Korenturm-Ticket. Bei dies will ich doch noch nicht. Boah, Schluck auf. Doch noch nicht benutzen. Regenerieren ist nicht schlecht. Und dann noch einmal. Ah! Atomaruin? Atamonbaruin, okay. Warum auch mal da so Ruinen sind, in die wir nicht rein können. Aber ist ja nicht meine Sache. Och nö. Ach nö. Anscheinend haben wir jetzt den zweiten Trainingsort erreicht. Und hey, das muss unser Trainingspartner sein. Dann mal los, ich bin immer und jederzeit bereit. Ach, das kleine Mädchen. Ich habe vergessen, wie dieser Anime hieß, aber es war relativ lustig. Ja, ultimativer Angriff. Entfessle Chaos und Zerstörung, indem du es gleich einfach zweimal benutzt. Ich würde sagen, den Kampf packe ich noch in den Part rein. Und am Anfang des nächsten Partes werden wir erstmal das schöne Ding suchen, was wir brauchen. Um halt, ja. Das hat getroffen, das freut mich. Um, Itemfest und so weiter zu erledigen. Ich wollte keine Bazooka machen, aber gut. Schön, dass du die Richtung nicht wechseln kannst. So, zwar nicht ganz getroffen, aber hey! Warum konnte ich... Achso, ich hatte nicht genügend... ja, dann ist klar, warum ich das nicht machen kann. Wollte nämlich einfach mal wieder das hier machen! Ah, schon wieder Blitze. Okay, ich sollte aufhören zu spielen. Und tschüss! Ah, oh, dann können wir Gonya auch gleich besiegen. Das ist sehr schön. So, bevor er mich angreifen kann, einfach mal raufhauen. Und vernichten! Oh, du kriegst auch noch was ab. Nice Geschichte. Ich wollte sagen, wenn du treffen würdest. Wow. Leute, die Richtung einfach mal wechseln können. Schön. Volle Power. Geht man nicht so weit weg? Muss ich so hinterherlaufen? Ich sagte, flieg nicht so weit weg.
Ah, gut. Anders. Ja, warum auch immer ich sie auf einmal nicht mehr treffen konnte. Ja, ich habe doch auch angegriffen. Ich check's einfach nicht. Ich check's manchmal einfach nicht. Aber gut. Du bist Geschichte. Wieder mal mit dem Kick in die Fresse. Ja. Gut, dann sage ich, im nächsten Part werden wir erstmal dieses Item suchen, wo auch immer es sich befindet. Und dann noch einmal porten. Vielleicht befindet es sich ja da in der Nähe. Schrägstrich, gibt es dort neue Quests. Das werden wir dann sicherlich rausfinden. Und was bekommen wir? Silbermünze. Bronzemünze, Silbermünze, alles. Vieles. Puh, sieht aus, als hätten wir es geschafft. Jo Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.